Smartphones der Preisklasse so zwischen 200 und 300 Euro sind für preisbewusste Käufer sehr interessant, denn die bieten oft schon Features, die man bei sehr teuren Smartphones auch findet, aber mit ein bisschen abgespeckter Technik zum Preis, der auch für einen Kauf ohne Vertrag durchaus attraktiv ist. Aktuell dabei in dieser Preisregion das Nokia Lumia 730 Dual SIM. Wir haben mal geschaut, was es bietet. Jetzt schauen wir mal in die Packung rein. Hier habe ich immer eine sehr neue flache Packung. Hier ist das Lumia 730 in knalligem Orange drin. Es gibt es auch in Weiß, Grün oder so Anthrazit, dunkelgrau. Ja, man sieht hier schon, dass es sozusagen das so eine Art Unibody Kunststoffdesign, ähnlich wie beim allerersten Lumia 800, aber eben deutlich größer und nicht ganz so rundlich. Hier dieses Orange, ist eine glatte Oberfläche, was nicht so drecksanfällig ist, aber ja, so ein bisschen Fingerabdrücke sieht man drauf. Hier haben wir den Einschalter, Leise- und Lauttaste. Hier fehlt eine Taste, die viele Lumia-Besitzer von früheren Geräten kennen, nämlich die Kamerataste. Die ist im Moment jetzt bei den neueren Modellen nur noch bei den hochpreisigen Geräten drauf. Hier beim Lumia 730 fehlt sie also. Da muss man die Kamera über das App-Icon oder über die Statusleiste starten. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, etwas schade, finde ich. Aber so will man wohl den Unterschied zwischen Besser- und Mittelklasse noch gut klar machen. Hier unten Micro-USB-Ladeschnittstelle, oben der Headset-Anschluss. Und ja, auf der anderen Seite, da ist gar nichts. Die Besonderheit im Vergleich zu den allerersten Lumia-Designs ist, man kann hier die Hülle abnehmen und kann dann nachher auch eine grüne Hülle oder eine weiße oder sowas draufpacken. Hier der Akku ist vorbildlicherweise wieder entnehmbar. Da haben wir dann auch hier den SIM-Karten-Slot 1, also eine Micro-SIM-Karte. Und hier noch den zweiten Slot für die Micro-SIM 1 und natürlich auch eine Micro-SD-Einschub für Karten bis zu 128 GB Stand heute. Das ist wirklich top, vor allem wo Windows Phone 8.1 auch Apps direkt darauf installieren kann, die meisten zumindest. Dieser Punkt ist auch noch ganz gut zum Vergleich zu dem Lumia 735, denn da hat man einfach nur ein Kartenslot. Dafür fehlt eben dem Lumia 730 hier die drahtlose Ladefunktion und die LTE-Funktion. Dann machen wir es mal an. Ja, hinten, man sieht es schon, Carl Zeiss Linse, auch obwohl es sehr dünn ist, eine Carl Zeiss Linse mit 6,7 Megapixel, also etwas bessere Fotoqualität als bei den Einsteigergeräten, Lumia 630 zum Beispiel, und auch hier eine Fotoleuchte, die auch den Einsteigergeräten fällt. Auf der Vorderseite dann ist das, was eigentlich sozusagen ja, die größte Neuerung, zumindest für das Lumia-Feld ist. Hier ist nämlich eine Frontkamera mit einer Auflösung von 5 Megapixeln drin. Das ist in dieser Preisklasse doch recht ordentlich und für die Lumia-Geräte auch wichtig, denn für Teenager waren diese billigen Geräte oft gar nicht so attraktiv, weil da fehlte die Frontkamera komplett. Hier ist sie also drin und dann auch gleich mit einer 5-Megapixel-Auflösung. Wie man sieht hier, das ist auch eine etwas schärfere Darstellung. Die Darstellung der Farben ist sehr kontraststark, sehr kräftig. Der Bildschirm ist zwar nicht besonders hell, aber durch diesen Clear Black-Effekt ist die Ablesbarkeit auch in der Sonne eigentlich ganz passabel. Ja, das ist 720p-Auflösung, 1280 mal 720. Das ist also für diese Größe wirklich scharf genug, kein Problem. Und das Ganze läuft mit einem Snapdragon 400 Prozessor, also für Windows Phone wirklich schnell genug. Nur bei den App-Starts und vielleicht bei so ganz großen Internetseiten, da merkt man wirklich dann nochmal den Tempounterschied zu den ganz großen Lumias. Das Lumia 730 ist ein interessantes Gerät für alle, die jetzt keinen LTE-fähigen Mobilfunkvertrag haben, keinen Tarif, wo LTE inklusive ist und die nicht die ganz super scharfe und hochwertige
Kameraqualität haben wollen, wie beim Lumia 830 zum Beispiel. Für den Alltag sind die Fotos wirklich ganz, ganz gut. Und die Frontkamera ist sogar schärfer als bei den Top-Modellen. Insofern kriegt man hier für den Preis ein ganz ordentliches Paket. Wer denn LTE haben will und Dual SIM nicht braucht, der kann dann zu dem fast baugleichen Lumia 735 greifen.